Hallihallo, ich begrüße dich herzlich in der Küche von Fein Fein Schmeckt's, dem sympathischen Kochkanal auf YouTube. Ja, und heute gibt es etwas Süßes für alle, die abnehmen wollen oder müssen, denn wir haben ja jetzt schon ein paar Gerichte gemacht und jetzt brauchen wir auch mal eine Nachspeise, nicht wahr? Und zwar gibt es einen Limetten-Mascarpone-Schaum mit Erdbeeren, die sind in Schokolade getaucht und herrlich. Es ist ein Genuss, ich verrat's euch. Und ich habe auch ganz viel gemacht heute, große Portionen, es warten ganz, ganz viele drauf. Denn das ist nicht unbedingt nur zum Abnehmen. Auch alle, die nicht abnehmen wollen, die können es genießen. Ja, und es ist wirklich, wirklich sehr, sehr lecker und so luftig und so schaumig. Und ach, ihr müsst es unbedingt mal probieren. Und welche Zutaten wir brauchen, das zeige ich euch gleich. Also bleibt dran. Da bin ich wieder. Und die Zutaten für unseren leckeren Low-Carb-Mascarpone-Schaum habe ich hier schon mal vorbereitet. So, was brauchen wir? In erster Linie natürlich Mascarpone. Und zwar 200 Milligramm normalerweise für eine Menge von 4 Personen. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen mehr. Dann brauche ich 2 Eier und eine Limette. 2 Teelöffel Kokosöl für die Kuvertüre. Die müssen wir dann nämlich im Wasserbad auflösen. Ach ja, genau, das kann ich euch zeigen. Das habe ich nämlich schon mal vorbereitet. Und zwar schaut es dann so aus, das ist dann so richtig schön schokoladig. Und da tauchen wir dann später die Erdbeeren ein. Das zeige ich euch dann noch, wie es geht. Dann brauche ich noch eine Orange, die halbiere ich dann später und stecke die Stäbchen hier hinein, dass sie halten, dass die Erdbeeren trocknen können. Dann habe ich hier noch ein bisschen Rohrzucker und zwar 4 Teelöffel. Einen davon brauche ich dann für den Eischaum, den Rest für die Mascarpone-Creme. Da kommt nämlich dann das Eigelb rein. Wir trennen jetzt die Eier in Eiweiß und Eigelb, machen einen Eischaum. Das Eigelb kommt dann in die Mascarpone-Creme rein. Aber da ist natürlich ganz wichtig, dass ihr wisst, dass das Ei frisch ist. Und ich kriege das immer vom Bauern, also da muss man ja ein bisschen vorsichtig sein wegen der Salmonellen und so weiter. Ihr könnt es nehmen, wenn ihr wisst, eure Eier sind super frisch und da ist nichts damit. Ja, und dann brauchen wir jetzt dann soweit erst einmal den Schaum, den Eischaum und die Mascarpone-Creme. Und wir bereiten jetzt mal alles so vor, wie ihr das dann auch gern machen könnt. Und das zeige ich euch einfach mit ein bisschen Musik.
voilà, fertig ist unser leckerer Low Carb Nachtisch und ihr habt gesehen, es geht ganz, ganz schnell und einfach und schon ist so ein tolles Gericht oder ein kleiner Nachtisch zusammengerührt und ihr habt ja auch gesehen beim Limettenreiben, das hat wirklich ganz toll gerochen, das müssten wir unbedingt mal machen, total intensiv, total frisch und total lecker. Ja, und diese kleine leckere Nachspeise kann man genießen, sowohl als wenn ihr abnehmen wollt oder eben auch nicht, denn dann könnt ihr es natürlich auch genießen. Also ich freue mich natürlich immer sehr auf diesen Nachtisch und da gibt es auch noch ganz viele andere heute, die drauf warten, das habe ich euch ja schon erzählt, denn es ist wirklich ganz echt, wirklich super, super lecker, müsst ihr unbedingt probieren und ich freue mich unwahrscheinlich, wenn ihr dabei seid und weiter zuschaut und wenn euch das Video gefallen hat, was heute ja sehr, sehr schnell ging, denn es ist ja auch ein ganz, ganz schneller Nachtisch, der ist so schnell zubereitet und alle freuen sich drauf und es schmeckt wirklich total. Und wenn man abnehmen möchte, dann braucht man ja auch mal was Süßes. Man kann ja nicht immer bloß deftige Sachen essen. Und drum eignet sich sowas auf jeden Fall. Und da kommen auch noch viele andere leckere Sachen. Ich verspreche es euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben oder sogar über ein Abo, denn dann sehen wir uns jeden Sonntag um 20 Uhr zu einem neuen Rezept. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen in der Küche von Fein Fein Schmeckt's. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche, viel Spaß beim Abnehmen. Also ich glaube bei mir, ich weiß nicht, ein bisschen, ja, es hat schon funktioniert. Also dranbleiben, weitermachen, ich freue mich auf euch. Ciao, eure Joanna. Everything.